Seid gegrüßt, liebe Zuschauer. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen zu einer weiteren Folge Polizeieinsatz Hamburg mit dem Vito im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, und drei Kollegen. Das Ganze mit einem sehr coolen Outfit von Sia von Pockmods. Grüße gehen raus und Grüße gehen raus an meinen Livestream-Chat. Jetzt! Wen soll ich grüßen? Schreibt jetzt im Chat. Im Übrigen, wir werden heute versuchen, mit den zwei Kollegen hier Einsätze zu machen. Ich weiß nicht, inwieweit das klappt. Es wird auf jeden Fall ein bisschen chaotisch, denke ich. Noch eine Sache, die gestrige Folge habe ich leider mit dem falschen Mikrofon aufgenommen. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ich hoffe, ihr konntet sie trotzdem genießen. Grüße gehen raus an, oh Gott, der Alte 12, Markus, 900 Internet, Raffi, Fetzater, Officer GEP, Elias, Weißgefahr, Coleman, Johnny Boy, Jojo, Pascal und Il Grill, mein Kumpel, der Peter, sei gegrüßt. So, wir checken mal in unser Auto rein. Puh, das war... Puh. Habe ich ihn vergessen? Mango, HD, habe ich dich vergessen? Nikita, Wenz, habe ich dich vergessen? Ich weiß es nicht. Alle rein ins Auto, auf geht's, Jungs. Einsatz. Das Fahrzeug im Übrigen sehr, sehr nice. Ich hatte vorher übrigens mehrere Kollegen mit dabei. Das hat leider nicht geklappt. Deswegen sind wir nur zu dritt. Und wir machen unser Blaulicht aus. So. Wir hatten... Warum steht denn da vorne das Fahrzeug einfach mitten auf der Straße? Okay, warte mal. Ich gehe mal kurz hier nicht auf... Ich würde sagen, den halten wir mal an, Leute. So, das sollen wir hier hinter mich fahren. Oder so. So, bin ich mal sehr gespannt, was der gerade zu erzählen hat. Oh, jetzt kommt er gleich raus. Hallo, der Herr. Holy shit! Waffen raus, Leute, Waffen raus! Feuer frei, Feuer frei! Alter Schwede, was zur Hölle war da denn los? Holy shit, mein Kollege! Hallo, Sie da, Sie... Oh, hey, hallo! Attacke auf mich, Feuer frei! Der hat seinen Helm verloren. Wow, oh, oh, neue Schießerei, weiter Person. Weiter Person, da vorne im Auto, Achtung. Geh runter, 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 runter. Shotgun, drauf, drauf, drauf. Feuer frei, Feuer frei. Der hat links auch. Die Person hier links. Es war weitere Schüsse von hinten, weitere Schüsse von hinten. Ich kenne Deckung. Nachladen, nachladen, nachladen. Jungs. Einmal draufhalten, immer draufhalten. Alles, was sich bewegt, schießen. Auf alles, was sich bewegt, schießen. Hier links ist noch einer. Hier links, hier rechts, links, rechts. Ich gehe hinter das Fahrzeug, ich gehe hinter das Fahrzeug. Feuer frei, Feuer frei. Linke Seite. Oh mein Gott, Alter! Holy shit, ey, was hier los? Achtung, ich wurde gerade überfahren, Kollegen. Braucht definitiv Backup. SWAT. SWAT. Sofort, okay, in der nächsten Person. Noch einer mit einer Waffe. Eine Waffe hier, Waffe, Feuer frei. Alles da, Leute, Leute, Achtung, die Bahn, der Zug kommt, alle bitte Deckung in Deckung, auf der anderen Straßenseite werden wir noch beschossen. Wo ist die Person? Ich sehe sie leider nicht. Ah, da drüben liegt am Boden. Schieß drauf, Feuer, da, ah, ich treffe den noch. Achtung, der Zug kommt, bitte nicht schießen, Leute, Achtung, der Zug kommt. Aufpassen, dass wir keine Zivilisten töten. Die Lage ist soweit geklärt, Achtung, 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 hier drüben wird noch geschossen, ich höre eine Schüsse. Aus dem Fahrzeug direkt vor mir. Sie, raus aus dem Fahrzeug, oh mein Gott, die sind am alle Waffen. Was ist denn das hier? Wo sind die SEK-Kollegen, wenn ich sie brauche? Wo sind die SEK-Kollegen? Ich hab die doch schon gerufen. Okay, die automatische Feuerwaffe, Vorsicht. Rechte Seite der Fahrzeug ist noch eine Person. Habe ich, sehr gut. Und in Deckung gehen, geht in Deckung, Leute. Pass bloß auf, ey. Pass bloß auf. Weitere Beschüsse aus der Straße. Zwei Personen, direkt hinter dem Fahrzeug. Hier habe ich, einer down. Oh mein Gott, das hört gar nicht auf, ey. Was ist denn hier los? Wo sind die SWAT-Kollegen? Wo sind die SWAT-Kollegen? Da sind die SWAT-Kollegen. Auf geht's, über die Straße, SWAT, über die Straße. Rechte Seite, vorne. Holy fuck, ich hab nicht mal mehr Munition. Alter, was ist denn hier los, Leute? Was ist denn hier los? Alter Schwede. Was zur Hölle war das denn? Ey, wie viele Leute haben wir denn gerade umgebracht? Wie viele Leute sind denn hier gerade draufgegangen? Was hat uns denn da... Oh, shit, der Nächste. Achtung, Achtung, Achtung. Sind sie auch verdächtig? Passen sie bloß auf, ey. Okay, erstmal, ich muss unbedingt hier erstmal die Straße absperren. Stop Traffic, damit die nicht noch weitere Kollegen überfahren, ey. Sofort alle anhalten, ey. Wow. Hab ich glatt ein bisschen geschwitzt gerade, liebe Zuschauer. Das war ja absurd, was hier gerade passiert ist. Aber die SWAT-Kollegen haben sich auch auf jeden Fall Zeit gelassen, uns zu unterstützen. Das hier aufzuräumen wird auf jeden Fall sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen würde ich sagen, Chat, sollen wir... Oh Gott, jetzt kommt auch noch ein Zug. Alle runter von den Gleisen! Runter von den Gleisen! Sofort runter! Kollegen, runter von den Gleisen! Hier da, hallo! Kommt hier runter! Da kommt ein Zug! Achtung, Achtung, der Zug kommt! Leute, der Zug kommt! Oh mein Gott, da ist... Oh! Shit!
Also, YouTube, ganz ehrlich, was da gerade passiert ist, war so wild. So einen Einsatz hatte ich schon lange nicht mehr. Übrigens bin ich jetzt ein neuer Kollege, ja. Der andere ist leider Rest in Peace. Der hat es leider mit dem Zug nicht so ganz hinbekommen. Ich bin jetzt einfach der Ersatz. Wir haben hier, wie gesagt, das Verkehrschaos ist die Hölle. Wir fangen erstmal an, die Fahrzeuge hier von der Straße runterzuholen. Ein Towtruck. Wir müssen hier erstmal definitiv alles aufräumen nach dieser Schießerei. Ich bin jetzt auch, ich habe jetzt gerade gar nicht so viel Bock, die ganzen Fahrzeuge zu überprüfen und zu durchsuchen, weil das einfach nur ein Riesenchaos ist. Deswegen lasse ich die erstmal abholen. Das muss dann müssen die Kollegen übernehmen, die sich dann hier darum kümmern. Ey, wo fahre ich denn hier an? Corona, jetzt kommt doch schon wieder der Zug, ey. Kann doch wohl nicht wahr sein. Wir rufen definitiv mal einen Tiernotarzt. Die kennen sich da aus. So, jetzt bitte vorsichtig wieder der Zug. Ich gehe diesmal nicht mehr auf die Gleise. Pass bitte auf, dass nicht nur einer drauf geht, ey. Es ist ja wohl die... Oh, da vorne das Fahrzeug. Oh, oh. Oh, oh. Ja gut, der ist sowieso schon weg vom Fenster, ne? Ja, rest in peace, würde ich sagen. Ah, toll. Danke, GTA. Das war natürlich dann zu viel des Guten. War ja wieder so klar, ey. Holy shit! Oh mein Gott! What the fuck? Holy shit! Oh, wie geil war das denn, Alter? Holy shit, der Zug, ey. Alles klar. Ey, absolutes Mega-Chaos. Ey, das... Ich hab's versucht, Leute. Ich hab versucht, hier irgendwie mit den Mitteln, die ich habe, diese Situation zu lösen. Das ging leider nicht. Ihr habt's gesehen, LSPDV hat sich auch verabschiedet. Das war einfach zu viel fürs Spiel. Das war zu viel. Wir lassen das alles mal hier jetzt so in Ruhe und dann starten wir mal neu mit den Kollegen und hoffentlich mit dem neuen Vito. Wow. Das war... Ich bin immer noch echt baff so. Hat mich erschlagen gerade. Das hatte ich nicht erwartet. Also, wie gesagt, absolut verrückt. Ich habe mir mal die Kollegen wieder dazu gerufen. Stehen da wie die Zinssoldaten. Wir haben einen Vito wieder, in dem wir jetzt einsteigen werden und dann losfahren werden. Ich gehe mal wieder in den Dienst. So, Jungs, bitte nicht streiten, wer wo sitzt. Ja, haben wir nicht nötig. Brauchen wir nicht. So, beide hier drin im Fahrzeug. Sehr gut. Und wir fahren mal wieder raus. Also, ich werde jetzt aus Spaß an der Freude hier vorne nochmal rechts abbiegen. Oder wisst ihr was, machen wir nicht. Stehen die Fahrzeuge noch da? Nee, sieht nicht so aus. Ne? Oder tun die Straße noch blockieren? Ja, ein bisschen schon. Ich fahre hier mal über den Gehsteig. Das ist mir gerade völlig egal. Hier steht noch ein Fahrzeug. Ja gut, müssen sich die Kollegen drum kümmern. Das ist mir persönlich egal. Okay, wir haben einen versuchten Fahrzeugdiebstahl in Davis. Mal gucken, ob der auch gleich wieder in der Schießerei endet. Okay, Code 2 heißt nur mit Blaulicht. Gucken, ob wir uns überhaupt, ob wir überhaupt gebraucht werden. So, hier vorne steht eine Person bei dem Fahrzeug. Nicht das Fahrzeug klauen. Hallo, der Herr. Hallo. Geht's dir noch gut? Oh shit, der hat schon wieder eine Waffe. Shots fired. Nächster Einsatz. Shots fired. Achtung. Liegt am Boden, liegt am Boden, liegt am Boden. Immer schön die Pumpgun entladen. Sehr gut. Einmal in den Rücken. Sehr gut. Gute Arbeit. Warum will denn heute jeder sterben? Der wollte nur ein Auto klauen. Also Jungs, erstmal vielen herzlichen Dank. Gute Arbeit. Dass ihr leicht direkt geschossen habt, fand ich sehr gut. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Person, die am Boden liegt. Und dann um das Fahrzeug, das hier gerade hier mit in, ja, beschädigt wurde. Auf jeden Fall mal ganz übel. Ich werde die Waffe erstmal hier einziehen. Und das Geld. Wir kaufen uns schicken Kaffee später. Kaffee, Kaffee. Livestream-Chat weiß, was ich meine. Ich gehe mal kurz zu meinem Fahrzeug und werde die Waffe überprüfen lassen. Den Evidence-Check machen sozusagen. Wir gehen hier hin. Und wir checken mal hier die Waffe. So, dann schauen wir einmal rein und werden die Pistole überprüfen. Und die Pistole wird überprüft mit der Registriernummer W227439E. Wurde als gestohlen gemeldet. Alles klar. Gut, wurde auch gerade für ein Verbrechen. Guck mal, ich habe sogar einen Streifschuss oder was auch immer in meinem rechten Ellbogen. Ziemlich mies, wie es mich da erwischt hat. So, zu der Person selbst. Werden wir auch mal hier durchsuchen. Ganz oben, search the body. Gucken, ob wir da irgendwas finden.
ob der noch irgendwelche illegalen Gegenstände bei sich hat oder was ihn dazu gerade gebracht hat, eine Waffe zu ziehen. Wir haben eine Handgun, ja, die haben wir schon, eine Mini-Crowbar, Screwdriver und ein Smartphone. Witzigerweise sind die Sachen gerade Englisch. Normalerweise sollten die Deutsch sein, man weiß nicht. George Smith war das. Dann werden wir ihn mal kurz über den Polizeicomputer überprüfen, was denn der George Smith in seinem Leben so gemacht hat. Er hat auf jeden Fall Arrest Records, Entsorgung von Stahlfelgen, Sonnetesus, Mercadon, Fliegengehege. What? I don't know. Und mehrfach Steckdosen allen Terroristenorganisationen in Ozean. Die Texte sind so lang, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ein ganz verrückter Typ, was der in seinem Leben schon gemacht hat. 24 Jahre alt ist er geworden. Das lohnt, Leute, Verbrechen lohnt sich nicht. Ihr könnt auch nicht eine Waffe ziehen, nicht, wenn die drei Jungs von der Bipo da ankommen. So. Das ist sehr verwerflich, muss ich sagen. Gut. Ja, rest in peace, mein Freund. War ein kurzes Leben mit 24. Kein Alter, mit dem man abtreten möchte, aber so ist es leider. Und das Fahrzeug, was er stehen wollte, werde ich auch abschleppen lassen. Dazu werde ich aber kurz mit dem Fahrzeug hier von mir... Oh, das hat es auch ganz schön erwischt. Drei Einschusslöcher. Mit dem Fahrzeug erstmal auf die Seite fahren. Wow, jetzt habe ich auch noch die Scheibe beim Einsteigen kaputt gemacht. Das wird den Polizeipräsidenten wieder freuen. So, der Corona findet den Parkplatz nicht. So sind wir es gewohnt. Das Fahrzeug besuche ich aber trotzdem mal. Könnte ja sein, dass er irgendwas stehen wollte aus dem Fahrzeug und nicht selbst das Fahrzeug klauen wollte. Munition, ein Hammer, eine Drahtzange. Also Munition ist auf jeden Fall schon mal heftig. Und eine Bowlingkugel und eine Bowlingkugel. Sehr gut. Zwei Bowlingkugeln. Ich habe natürlich das Auto wieder komplett kaputt gemacht. Schaut euch mal die Einschusslöcher an. Wer von uns hat denn so beschissen geschossen hier? Das, seht ihr das? Wer hat denn auf die Tür geschossen? Das war bestimmt nicht ich. So, die Corona ist da. Wie gesagt, das Fahrzeug lassen wir auch abschleppen. So, alles klar, Jungs. Wir steigen wieder ein. Wir sind hier fertig. So. Jungs, einmal zurück ins Auto, bitte. Wir haben jetzt ein bisschen Durchzug hier, dadurch, dass wir ein paar Löcher an der Scheibe haben. Aber sollte uns nicht stören. Wir sind ja krasse Leute. Ich finde es auch witzig, dass das Fahrzeug jetzt hier so eine Art Bayern-Flagge als Textur hat. Seht ihr das? Warum? Warum auch immer das so ist. Man weiß es nicht. So, Fahrzeug wird abgeschleppt. Was auch immer der da macht, ist mir auch persönlich eigentlich völlig egal. Und dann fahren wir mal wieder los. Also, es ist schon wirklich verrückt, muss ich wirklich sagen, dass wir jetzt zu einem Fahrzeugdiebstahl gerufen wurden. Code 2, eigentlich nichts weit weltbewegendes. Und dann aber trotzdem die Person eine Waffe zieht. Also wir scheinen wirklich mit dem Sondereinsatzkommando, das wir hier gerade sind, die Leute zu provozieren, dass die uns abknallen wollen. Die haben wirklich alle irgendwie an einer Waffe. Also muss man wirklich sagen. Also ich habe schon lange nicht mehr, ich habe die komplette Munition vorhin in dem ersten Einsatz mit der Schrotflinte weggeballert. Das hatte ich auch so noch nicht. Und er kommt schon zurecht hier, ne? Ich meine, er ist ja hier das Abschleppunternehmen, der wird schon wissen, was er macht. Ne? Aber gut, kann man sich nicht aussuchen. Reports of a motor vehicle accident, na, das ist mir egal. Das machen wir nicht. Wir kümmern uns jetzt nicht um irgendeinen Einsatz bezüglich einem Fahrzeug, das irgendwie liegen geblieben ist. Hat er mich gerade beleidigt, sag mal? Hat das Game mich gerade beleidigt, indem es sich einfach aufhängt? Danke, Game. So, Leute, weiter geht's. Das klingt nach unserem Einsatz. Shots fired at an officer, code 99. Los rein in die Karre, Jungs. Ja, auf geht's. Nicht warten. Oh, ist direkt um die Ecke. Das ist ja, da hätten wir hinlaufen können. Herr Busfahrer, bitte vorsichtig sein. Und dass das Game vorhin gecrashed ist, tut mir wirklich leid, YouTube. Aber ich versuche das natürlich auch so gut wie möglich mit dem Videoschnitt wieder hinzubiegen. Okay, ich weiß nicht von wo, aber holy shit, es ist unter der Brücke. Oh Mann, ich fahre erstmal gegen die Wand. Es ist unter der Brücke, Leute. Ich höre die Schüsse da unten. Ich habe aber leider nur Shotguns dabei. Achtung, Handbremse. Stylischer Drift. Okay, da vorne ist definitiv die Kacke am Dampfen, direkt im Tunnel. Holy shit, sind da viele Kollegen. Wie konnten denn die Straße nicht sperren? Ja gut, die hatten wahrscheinlich keine Zeit dafür. Okay, alles klar. Raus, Leute. Raus. Feuer. Oh mein Gott, Alter, geht's hier wieder ab.
Feuer frei hier. Okay, hinter mir wird geschossen. Ich werde von hinten beschossen. Hier ist noch immer eine Person. Oh, hinten an der Wand. Nachladen. Kopfschuss. Easy peasy, Alter. Sind da noch welche? Sind da noch Personen, die schießen? Ist da noch jemand? Zur Sicherheit nochmal reinballern. Gut. Alter Schwede, ey. Oh, die Baywatch Boys. Meine Freunde, schön, dass ihr da seid. Also ganz ehrlich, das war unerwartet. Also, die Jungs haben auf jeden Fall schon mal die Straße gesperrt. Das ist schon mal gut. Dann könnt ihr mal die Sirene mal wieder ausmachen. Wir werden hier gleich mal das Fahrzeug, nachdem ich meine Scheibe natürlich mal wieder kaputt gemacht habe, hier auf der Seite parken. Wir haben jetzt hier eine Leiche in der Mitte der Straße liegen. Die Person hier... Oh, ein Kollege wurde erwischt. Warum sagt denn keiner was? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich muss hier hin. Oh nein. Er sah so gut aus, Leute. Tut mir wirklich leid für ihn. Corona. Ja, nicht gucken! Und Fotos machen mit dem Handy. Nur weil er... War der... Nee. Okay, hier bin ich... Hier stehe ich definitiv total falsch. Nein, nein, nein. Wir müssen auf. Hier ist ein Kollege. Nein, 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 nein. Hier, warte mal. Wir müssen definitiv hier sagen... Ah, was mache ich denn? Ich bin im falschen Menü. Ah, slow down traffic. Das ist sonst viel zu heiß hier. Waffe mal wegnehmen. So, schön langsam, Achtung. Aber da nicht über den drüber fahren. Was ist denn los mit euch, ey? Oh nein, ey. Guck mal, wie es aussieht, ey. Nein, 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 nicht wieder. Oh. Leute, bitte, bitte weiter. Bitte hier alle an mir vorbeifahren. Bitte hier, bitte ausweichen, ja? Bitte, das geht. Ich kann den hier nicht liegen lassen, ey. Kann da mal bitte jemand kommen, den rettet? Ich schnapp mir aber das auch. Oh Gott, da sind hier viele Kollegen draufgegangen. Warum liegen hier überall Leute rum? Das ist ein absolutes Massaker hier. Oh, 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 Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, und. Oh, ich bin leider über das Bein gefahren, tut mir sehr leid. Holy shit, Leute, ey. Den Tiernotarzt sollte ich rufen. Ja, gut, bei den Kollegen hier ist es halt auch schon Hopf und Malz verloren, ne? Ihr könnt es gerne mal probieren, was der Tiernotarzt hier sagt. Oh, Wahnsinn, wir haben drei Kollegen verloren. Bei zwei Angreifern. Und die waren zu dritt da, da waren drei Streifen vor Ort. Das flasht mich jetzt aber schon. Muss ich wirklich sagen, ey. Rest in peace. Ja, tut mir wirklich leid für euch. Okay, Corona ist da drüben da. Die kümmert sich um die Person. Der Verkehr ist erstmal außenweit sichergestellt. Apropos Verkehr. Wir kümmern uns mal um ein paar Hütchen. Ich wollte schon immer mal Hütchen hinstellen bei so einem Unfall. Meine Aufgabe. Ah, Hütchen, komm. Und sei gegrüßt, Sabrina. Schön, dass du da bist. Sabrina wird natürlich persönlich gegrüßt, auch in der YouTube-Aufnahme, weil die einfach ein Schatz ist. So, dann müssen wir hier Hütchen hinstellen. Ich meine, nicht, dass die Leute hier drüber fahren. Nein, nicht schlagen. Wie stelle ich dir jetzt ein Hütchen hin? Da. So, Hütchen Nummer 1. Ah, hallo, Hütchen? Kannst du bitte ein Hütchen hinstellen, wenn ich sage, Hütchen hinstellen? Das Game traut mich doch heute nur, ey. Ich will ein Hütchen da hinstellen. Lass mir ein Hütchen hinstellen. Komm, ein Hütchen. Och, Game, Alter. Einmal, wenn ich ein Hütchen einstellen will, lässt mich das Game kein Hütchen hinstellen. Oh. Ja, und was mit den anderen hier? Wo ist denn der Tiernotarzt? Und warum laufen die da vorne denn? Seht ihr die da vorne ganz am Ende vom Bild? Warum laufen die denn da mit der Trage da rum? Ah, wisst ihr warum? Die sind über mir wieder. Das ist wieder so eine GTA-Logik. Die schnallen wieder nicht, dass die Fahrzeuge und Personen hier unten sind. Die sind auf der Brücke. Ja, okay. Oh, eine ist verschwunden. Oh nein! Oh nein! Die haben den Tiernotarzt überfahren. Kollege Hühnchen ist tot, Leute. Alter Schwede. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Die haben Dr. Huhn über... Die haben einfach Dr. Huhn überfahren. Ja, rest in peace. Dann brauchen wir... Wo ist er jetzt? Wo ist denn... Jetzt ist das Hühnchen weg. Hat es irgendwer mitgenommen und grillt es jetzt oder was? Ich habe gerade den Tiernotarzt gerufen für Officer Huhn. Officer, Doktor, Entschuldigung. Ich verwechsel die immer. Ah, dieser Verkehr hier ist ja echt nicht sauber, ey. Läuft ja echt nicht gut. So, wir nehmen mal den BMW und fahren mit denen auf die Seite. Und machen hier mal ein bisschen Blaulicht an. So, den stellen wir mal so hin.
Und hier vorne haben wir noch ein Fahrzeug, das werde ich auf jeden Fall auf die Seite fahren. Lass mal warten, ich lasse erstmal den Verkehr vorbei. Dass die hier durchkommen. Ich hoffe, dass die jetzt da vorne nicht... Die laufen alle... Ja, die kommen mit dem Auto hier nicht drunter. Deswegen. Okay. Holy shit, was ist denn hier noch alles los, ey? Was steht denn hier an Fahrzeugen rum? Was denn hier passiert? Wie viele Unfälle hatten wir denn hier? Aber ganz ehrlich, das ist was für die Verkehrspolizei. Da kümmere ich mich jetzt nicht mehr drum. Ich werde jetzt nochmal mal schauen, dass wir die Person, die auf der Straße liegt, dass wir die loswerden. Und der Rest muss die Verkehrspolizei machen. Das wird zu viele. Okay, wir haben aber leider immer noch keinen Officer Huhn. Den haben wir auch ganz schön hergerichtet, ne? Der sitzt da auf jeden Fall nicht gesund. So, dann rufen wir nochmal zwei Corona, würde ich sagen, für die Kollegin hier. Ja, eine Massenkarambolage, definitiv. Aber habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Nach der wilden Schießerei hier. Oh, hier, oh! Officer Huhn ist wieder da. Dr. Huhn. Warum sag ich denn immer Officer? Oh, das, oh nein! Sein Kollege Dr. Bird ist auch noch RIP. Was ist denn da passiert, Leute? Oh nein! Warum liegt denn jetzt die Person unterm Auto? Okay, dann, Animal Control diesmal. Also, hier ist gerade irgendwas massiv schief gegangen, ne? Was liegen denn jetzt hier für Sachen am Boden rum? Das sind Einschusslöcher. Ah gut, das war ich, glaube ich, als ich ihn reingeballert habe. Ja, also ganz ehrlich, der Tiernotarzt ist leider draufgegangen, so wie es aussieht. Ich werde jetzt mal das Auto ein Stück zurückfahren. Ich kann das nicht mit angucken, dass hier das Fahrzeug die ganze Zeit auf der Person steht. So, ganz langsam zurücksetzen. So, komm. Au! Oh, das tut weh. Ja, das tut auch wirklich weh. Tut mir leid. So, wir haben schon mal drei Personen, die verstorben sind. Echt mies. Ja, nee, nee, ganz sicher nicht, ey. Ja, wie gesagt, das war unerwartet, dass hier so viele Leute draufgehen. Und ich muss wirklich sagen, ich würde jetzt gerne eine Schweigeminute einlegen. Für die gefallenen Kollegen, als auch für die Personen, die zu Schaden gekommen sind. Aber das wäre dann ja langweilig, deswegen machen wir es nicht. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken, Leute. Wer Bock hat, schaut auch mal auf Twitch bei ReifingerTV. Das war eine Folge mit der Hamburger Bepo und dem Vito, der hier noch vor mir steht, von Neuland. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und ganz ehrlich, unter der Brücke mit so viel Verkehr ist wirklich schwer, so einen Einsatz hier ordnungsgemäß abzuwickeln. Waren wir nicht mal drei Kollegen, fällt mir gerade auf? Ja, irgendwie schon, aber ist jetzt ja auch egal. Dankeschön, ich bin draußen. Ciao, ciao, euer Ralf. Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch.